Hey Junge, komm mal her. Was hast du da gemacht? Wer, ich? Hör zu, Rotznase. Du hast eben versucht, mich zu beklauen und das war ein Fehler. Ich bin ein Cop. Sie sind Polizist? Hören Sie, Mister. Ich habe das nicht gewollt. Wirklich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür kann ich dich in den Knast stecken. Bitte nicht. Ich mache es auch nie wieder. Ich werde mir überlegen, wie ich damit umgehe, Junge. Bis dahin bist du erstmal entlassen. Aber dein Gesicht merke ich mir. Danke, Mister. Bedank dich besser nicht zu früh. Der Typ sieht aus, als würde er diskret auf den Fahrstuhl achten. Also wohl ein Mafioso. Ich spreche ihn besser nicht an. Der Typ da bewacht den Fahrstuhl, keine Frage. Also gehört er wahrscheinlich zur chinesischen Mafia. Hey, was treibst du hier? Wer, ich? Reden Sie mit mir? Das macht mich nervös, wenn du hier so rumschleichst. Ich brauche nicht hochzufahren. Für eine Shoppingtour fehlt mir im Augenblick die Zeit. Nichts passiert. Irgendwie überrascht mich das nicht. Wahrscheinlich ist die untere Etage gesichert und man muss erst eine Keycard durchziehen, bevor der Fahrstuhl runterfährt. Was gibt es, Mister? Was ist das hier für ein Einkaufszentrum? Ein chinesisches Einkaufszentrum. Wäre mir fast nicht aufgefallen. Ich meine, was für Leute kaufen hier ein? Wird hier gedealt? Bescheißen die Händler die Kunden? Oh nein, hier läuft alles völlig korrekt ab, Mister. Dafür sorgt schon die, Sprich dich ruhig aus. Ich weiß ohnehin Bescheid. Was hältst du von dem Kerl im weißen Anzug da drüben? Ich denke, dass er zu viel isst und immer nur Fastfood, von dem nur die Hälfte in seinem Mund landet. Es macht wirklich keinen Spaß, dem Mann beim Essen zuzuschauen. Hängst du öfter hier herum? Nur wenn mein Taschengeld alle ist. Ich möchte, dass du mir einen Gefallen tust. Klar, was soll ich tun? Irgendein Botendienst? Soll ich eine Nachricht überbringen? Sie können mir vertrauen, ich bin zuverlässig. Du sollst jemanden für mich bestehlen. Siehst du den Typ da vorne? Ich hätte gern etwas aus seiner Brieftasche. Die Brieftasche selbst und das Geld darin kannst du dann behalten. Wie jetzt? Ich dachte, wenn ich weiterklaue, lande ich im Gefängnis. Schau, es ist so. Es gibt gute und böse Diebstähle. Und dies hier ist ein guter Diebstahl. Aha, verstehe. Wenn Sie jemanden beklauen wollen, ist das gut. Wenn ich das tue, dann ist es böse. So ungefähr. Also, der Bursche da vorne ist ein Gangster und du hilfst der Polizei bei der Aufklärung eines Verbrechens. Also los jetzt. Also gut, Mister. Ich probiere es. Wie genau soll ich vorgehen? Geh einfach hin und beklau den Kerl. Okay, Mister. Sie sind der Boss. Hey, was treibst du da?
Wer, ich? Reden Sie mit mir? Hau ab, Jungchen. Das macht mich nervös, wenn du hier so rumschleichst. Das war knapp, Junge. Pa, das sah nur so aus. Ich hätte mich da schon rausgequatscht. Wie gut, dass ich gerade keinen Hunger habe. Ich habe hier diesen leckeren China-Hotdog mit extra viel Soße. Den gibst du ihm. Sag einfach, das haben seine Kollegen für ihn organisiert. Während er isst, ist er abgelenkt. Okay, Mister. Sie sind der Boss. Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich soll Ihnen das hier von Ihren Kollegen bringen, damit der Hunger nicht zu groß wird, sagte man mir. Ah, sehr aufmerksam von den Kollegen. Gib her. Ah, lecker. Hey, was ist denn das? Verdammt, der schöne Anzug. Das kriegt man nie wieder raus. Ich hab's geschafft. Reife Leistung, Junge. Aber denk dran, das war eine Ausnahme. Ansonsten lässt du deine Hände in deinen eigenen Taschen, verstanden? So, und jetzt gib mal die Brieftasche her. Okay, die Keycard ist tatsächlich drin. Und jetzt gehört sie mir. Hier, Junge, der Rest gehört dir. Und gib nicht alles für Süßkram aus, das ist nicht gut für die Zähne. Danke, Mister. Ich sollte besser nicht. Besser nicht. Treffer.
So langsam schieße ich mich warm. Ich sollte weiter vorrücken, dann ist meine Schussposition deutlich besser. Das war's dann auch für dich. Ich sollte weiter vorrücken, dann ist meine Schussposition deutlich besser. Ich sollte weiter vorrücken. Okay, das waren scheinbar alle Wachen. Jetzt kann ich mich hier gefahrlos bewegen, bis die Ablösung kommt. Ein moderner Schneidbrenner. Hey, die Fahrertür ist nicht abgeschlossen. Was liegt denn hier? Das ist eine sündhaft teure Endoskopiekamera, die nehme ich mit. Der Truck hat ein nettes Cockpit, aber diese SIM-Steuerung würde mich fertig machen, wenn ich das Ding fahren müsste. Der Truck hat ein nettes Cockpit. Aber diese SIM-Steuerung würde mich fertig machen, wenn ich das Ding fahren müsste. Wiegt nicht viel, diese Verkleidung. Offensichtlich ist das die...
Das Gerät ist zwar eigentlich viel zu hochwertig für eine lächerliche Tankinspektion, aber es ist ja nicht mein Geld. Was ist das? Näher ran. Ah, jetzt. Das ist ein Einbau im Tank, der da garantiert nicht hingehört. Es ist ziemlich offensichtlich, dass sich da jemand ein Versteck geschaffen hat. Mit dem Schlauch im Tank könnte ich den Sprit ablassen. Nicht, dass ich dazu große Lust hätte. Puh. Oh Mann, das ist widerwärtig. Der Tank dürfte jetzt leer sein. Die Gase im Tank dürften sich auch ziemlich bald verflüchtigt haben. Ich sollte vorsichtig sein, wenn ich den Tank aufschweiße. Nettes Loch, groß genug, um hineinzugreifen. Mal schauen, was sich da so finden lässt. Ich komme mit der Hand dran. Da ist ein Verschluss. Ich kann ihn öffnen. Na, was haben wir denn da? Genau das habe ich gesucht. Moment mal. Ja? Wo ist meine Brieftasche, Kerl? Ich habe genau gesehen, dass du die ganze Zeit hier herumgelungert hast. Du hast mich beklaut, gib es zu. Peinlich vor deinen Kollegen, wenn man die Brieftasche geklaut bekommt, was? Sei still. Das hat doch keiner mitbekommen, hoffe ich. Wenn dein Boss davon Wind kriegt, dass du dich so ausnehmen lässt, wirst du nur noch zum Toilettenwischen eingesetzt. Mein Boss würde mich niemals für so etwas heranziehen, das kannst du mir glauben. Vermutlich hast du recht. Dein Boss kann zugeschissene Toiletten sicher nicht leiden. Make my day, Chinamann. Ich glaube, hier sollte ich mich besser nicht mehr blicken lassen.